Hallo, wissen Sie wieder von Genu? Ute und Nicole. Heute mit Küchen-Makeover Teil 7. Und was gibt's heute? Heute gibt's eine Optikhaube. Und zwar habe ich das so gemacht, dass man die ganz leicht nähen kann für jedes Objekt, auch wenn es noch so unförmig ist. Es funktioniert nicht nur bei so kleineren Objekten, sondern man könnte auch eine Gartenbank so überziehen mit dem Stoff oder dem Grill. Wenn wir in der Küche bleiben, auch der Nutribullet oder der Brotbackautomat. Oder vielleicht sogar den Sodastream, was man eben möchte. Oder ein Fitnessgerät, die stauben ja auch oft gern ein. Das ist klar. Um den Stoffverbrauch zu bemessen, messe ich einfach das Gerät, für das ich das Cover nähen will, einmal so und einmal so. Und schneide meinen Stoff entsprechend zu. Ich lege dann meinen Stoff, den ich zugeschnitten habe, mit der linken Seite nach unten auf das Objekt und stecke mir zumindest 4, aber vielleicht können es auch mehr sein, es kommt ein bisschen auf das Objekt an, Nähte ab, die ich dann abstemmen will, also so wie abnähern. Und zwar werde ich jetzt hier vorne, versuche natürlich das ein bisschen gleichmäßig zu machen. Und wenn man so einen Stoff hat, ich habe jetzt den Stoff mit solchen Linien, muss man ein bisschen darauf achten, dass das gerade ist in eine Richtung. Sonst ärgert man sich ja jedes Mal, wenn man das anguckt, wenn es nicht ordentlich gemacht hat. So etwa sieht es jetzt aus. Wenn man sich überzeugt hat, dass das einigermaßen gleichmäßig ist, dann kann man sich die Linien normal mit dem Stift einzeichnen. Entweder mit einem Lineal oder freihändig, wenn es sein muss, wenn es etwas rundere Linien sind. Und dann, je nachdem wie eng das man gesteckt hat, entweder neben, außen oder innerhalb der Nadeln und am besten mit so einem Trickmarker, der sich gut wieder auswaschen lässt, die Linien einzeichnen. Nach dem Einzeichnen habe ich noch die Nadeln quer gesteckt, damit ich da gut drüber nähen kann. Ich werde es jetzt erstmal vorheften, das heißt, ich nehme einen sehr großen Stich, den größten, den ich nehmen kann, das ist bei mir Stichlänge 5 und schalte das Vernähen aus. Jetzt werde ich zunächst mal alle eingezeichneten Nähte steppen. Das Vorsteppen und der große Stich, das hat den Sinn, wenn man es nochmal rausmachen muss, kann man den Faden relativ leicht rausziehen. Jetzt kann man nochmal den Sitz überprüfen, ob es einigermaßen gleichmäßig und gerade ist. Und dann schneidet man die überstehenden Stoffteile an den Abnähern ab. Entweder direkt am Objekt oder man legt es hin und nimmt den Rollschneider, dann wird es gerader. Bevor ich jetzt unten abschneide, habe ich oben mal noch was Schweres draufgelegt, damit das nicht verrutscht. Und dann werde ich unten hier das so abschneiden, so dass es gerade auf dem Boden aufliegt. Ich will es ja etwa 1-2 cm über der Arbeitsplatte dann haben, damit ich die Abdeckung nicht jedes Mal nass mache, wenn ich da mal mit dem nassen Lappen wische. Wenn ich das abgeschnitten habe, dann nähe ich alle Nähte nochmal nach und versäuber sie. Die Nähte kann man jetzt mit der normalen Nähmaschine nochmal nachnähen oder etwas weiter außen oder innen nähen und den Naht dann rausziehen. Und dann mit Zickzack versäubern oder man macht es gleich mit dem Overlocker. Da hat man einen Vorteil, der näht, versäubert und trimmt die Naht gleich in einem Arbeitsschritt.
Und da hat man dann eine wunderbare Naht. Fast wie vom Profi. Ich habe jetzt unten dann noch einen Saum hingemacht. Und zwar, wie gesagt, so, dass es ein bisschen von der Arbeitsfläche weg ist, dass man beim Abwischen der Arbeitsfläche das nicht immer nass macht. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr auch zukünftig nichts mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Wir haben auch eine Playlist, da kommen alle Teile rein vom Küchenmakeover. Das findet ihr unter dem i. Schreibt uns doch auch mal einen Kommentar, was ihr jetzt vielleicht findet, was in unserem Küchenmakeover noch fehlt. Wir haben jetzt noch zwei weitere Teile auf jeden Fall geplant, aber vielleicht schaffen wir noch mit eurem Input auch noch eine Folge 10. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!